nicht zu spät. Ich bin pünktlich. Einfach rüber da. Oh oh. Ach, wow. Moment mal. Das kommt mir doch irgendwie alles verdächtig. Als ob ich ein Déjà-vu hätte. Aber das ist unmöglich. Ich muss durch den Sturz wohl irgendeine Art... Chemie vor dem Ende? Was ist denn jetzt los? Schon seit meiner Kindheit in der Schule war mir klar, Chemie muss weg. Sie ist kompliziert, stinkt und keiner braucht sie. Moment mal, dich kenne ich doch. Du bist doch... Hast du das gesehen? Nein, mein Akku. Das vor dem großen Endgegner. Tja, hättest du mal einen Lithium-Ionen-Akku. Der hält länger. Ionisier dich doch selbst. Lithium-Ionen-Akkus sind leistungsstarke Stromquellen für Handys und andere Mobilgeräte. Ruhe! Ruhe! Herr Bergmann wird gleich da sein. Ihr solltet euch lieber auf die Chemiestunde vorbereiten, statt... Ich mag Chemie nicht. Die ist öde. Wenn ich mal groß bin, lasse ich Chemie verbieten. Jawohl. Ach du Heilige. Donald, ich muss das verhindern. Wenn Chemie verboten wird, ist das das Ende. Access granted. Ich weiß, wir haben eine schwierige Vergangenheit, aber ich muss dringend nochmal zurück. Den Jungen daran hindern, Chemie nicht zu mögen, den Verlauf der Zeit verändern und die Welt retten. Aber ich darf auf keinen Fall meinem Selbst von 2016 begegnen. Das würde das Raum-Zeit-Kontinuum zerstören und das Universum vernichten. Ich bin also besser vor meinem 2016er Selbst in der Schule. Moin! Alles cool? Schönen Tag noch! Vorsichtig! Vorsichtig! Oh! Noch ein bisschen noch. Sorry, Bergmann. Tut mir leid. Oh-oh. Okay, das sollte ihn ein paar Minuten aufgehalten haben. Und jetzt Vollgas! Das war knapp. Hä? Das ist doch ein DeLorean. Mann, was würde ich dafür geben, so ein Auto zu fahren? Naja, ein anderes Mal. Verdammt, bin ich schnell. Aber wie soll ich das jetzt machen? Denk, denk, denk. Ach ja, Holo-Verwandlung. Bergmann 2016-Look. Aktivieren. Voll geil. Herr Hausmeister, ich habe nicht viel Zeit. Die Welt, die Zukunft, sie ist in Gefahr. Ich muss... Okay, ich habe keinen Plan. Doch, ich habe einen Plan. Sie gehen einfach in meine Klasse, sammeln dort alle Handys ein und bringen sie in den Abstellraum, okay? Hä? Tun Sie einfach, was ich sage. Handys einsammeln, jetzt! Die Handys von den Kindern? In den Abstellraum? Genau so, hopp, hopp. Hm.
Entschuldigung. Guten Morgen, Hausmeister. Okay. Guten Morgen. Kinder. Er hat sie uns einfach alle weggenommen. Einfach so. Das kann er doch nicht machen. So, da sind ihre Handys. Aber die sind ja alle auf einem Haufen. Ich muss die Eltern von einem Kind anrufen, den Chemienachhilfe einreden und eine Menge YouTube-Chemie-Kanäle auf dem Handy installieren. Aber welches Handy gehört welchem Kind? Was fängt die beiden, unsere Handys zu klauen? Zeigen wir es. Hinterher. Schnappt ihn euch. Das muss doch hier irgendwo... Sind das die Kids? Wir müssen sie aufhalten. Insektenvernichtungsspray? Nein. Geht auch so. Nein! Klebstoff? Was? Ja, Klebstoff ist ein Prozesswerkstoff, der seine stofflichen Eigenschaften erst ausbildet, wenn er aufgetragen wird. Ja, ja, und obwohl es Klebstoff auf Basis anorganischer Verbindungen gibt, wie Mörtel oder Zement, setzen sich die meisten heute eingesetzten Klebstoffe aus organischen Verbindungen, überwiegend aus Kunststoffen zusammen. Ich weiß das alles. Abgesehen davon werden wir hier sicherlich keine Kinder festkleben. Aber... Nein! Silikon ist rutschig. Bingo! Ihre Handys! Der ist ja heute verplant. Wem zeigen wir es? Da vorne ist er! Hinterher! Kommen Sie schon, Hausmeister, geben Sie Gas! Schneller! Da hinten! Mir nach! Da ist mein Keller! Hier halten wir Sie ein für alle Mal auf, Herr Bergmann. Vertrauen Sie mir. Sehen und staunen Sie! Durch meine modifizierten Korridor-Airbags kommt keiner durch. Die sind größer als gewöhnlich, aber die Chemie ist dieselbe. Die Airbags sind aus reißfesten Polyamidfasern. Sie werden mit einem Druck von über 200 Bar mit Argon und Helium befüllt. Beim Auslösen dehnen diese Füllgase den Luftsack in Millisekunden komplett aus. Da kommt kein Kind durch. Auf gar keinen Fall! Nein! Aber... Nein! Alternativen! Schnell, jetzt! Alternativen. Selbstverständlich. Wo sind wir? Hä? Wo? Achtung, Sie kommen. Was ist das? Flackern Sie mit dem Licht, Hausmeister. Eines der Kids ist der totale Nerd. Der geht mega steil auf Lichtblitze ab. Das wird Sie aufhalten. Was ist das denn? Warum flackert das Licht so? Das sind alte Leuchtstofflampen. Sie waren lange Zeit eine energiesparende Lösung zur Beleuchtung von Gebäuden. Verdammt, das reicht nicht. Kommen Sie. Ah, meine Zunge. Meine Zunge. Lauf, renn, so schnell du kannst. Au, au. Au, au. So, das muss reichen. Das Lidocain auf den Pfeilen ist als Betäubungsmittel eigentlich nur als Schmerzmittel für Zahnbehandlung gedacht. Das wird Sie nur kurz aufhalten. Herr Bergmann, legen Sie mit Hand an. Hausmeister, das klingt irgendwie nicht gut, oder? Kommen Sie! Waffe! Was? Waffe! 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 Wasser! Kommen Sie! Das gibt's ja nicht. Schicke Bude, der Herr. Ist aber nicht gerade günstig mit den ganzen Stromfressern hier. Irrtum, Herr Bergmann. Denn hier sehen Sie innovative Chemie in Action. Super gedämmter Kühlschrank, effiziente LEDs in den Lampen und 65 Zoll mit sparsamer OLED-Technologie. Das ist der energieeffizienteste Keller in ganz Pineapple Bay. Und der sicherste. Was ist denn los mit Ihnen? Das sieht schon wieder so gefährlich aus. Keine Sorge, das fließt direkt in den Wasserpark in der Bay ab. Wenn die Kids mal dort sind, kommen die vor Badeschluss nicht wieder. Außerdem ist das Wasser geklort mit Calciumhypochlorid, um es gegen Bakterien, Schimmel und dergleichen zu desinfizieren. Das ist bestes Badewasser. Hausmeister, Sie denken echt an alles. Aber ich hab's vermasselt. Ich hab keinen Plan, wie ich unter den ganzen Handys das von Donald finden soll. Da können wir die Kids noch so lange aufhalten. Ich weiß einfach nicht weiter.
warum wollten Sie die nochmal aufhalten? Weil Donald Chimie doof findet und das soll er nicht. Aber Herr Bergmann, die Kids haben jede Falle von uns gelöst. Auch Donald, da war doch überall Chimie dabei. Hausmeister, Sie sind ein Genie. Ich habe einen Plan. Machen Sie die Falle zu. Sie haben immer einen Plan, Herr Bergmann. Hier, nehmen Sie den Pinsel und helfen Sie mir. Oh nein, Sie kommen! Weg hier! Schnell, wir müssen weiter, Leute, bevor hier noch mehr fallen. Ah! Oh Gott, was ist das denn? Ich hab dich. Hausmeister, danke. Aber den Rest muss ich alleine erledigen. Immerhin ist das mein Job. Wir sehen uns oben. Viel Glück, Herr Bergmann. Ich hab dich. Halt dich an mir fest. Zieh dich hoch. Puh, vielen Dank. Was ist denn das? Aktiviere 3D. Fusion Jäger des verlorenen Schatzes mit das fünfte Element. Yes, baby. Wie kommen wir jetzt dahin? Ich kenne das doch irgendwoher. Diese Buchstaben. Verdammt, was waren das vorhin nochmal? Klebstoff, Feuer, Silikon? Das Periodensystem. Versteht ihr denn nicht? Airbags? Gasmischung aus Helium-Argon? 240 bar Druck. Nein, 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 das hat so nicht geklappt. Nach der Ordnungszahl. Nach der Anzahl der Protonen im Atomkern. Ein Proton? Wasserstoff. Halt! Was als nächstes? Helium! Verdammt, sind die schlau. Beryllium. Na, Bergmann, du schaffst das, du schaffst das. Noctium. Ja! Verdammt. Schwarzer Klotz, Monolith, 2001. Was ist das denn? Lithium-Ionen-Akkus, Silikonspray, Lidocain und LEDs. Bingo. Es ist ein Rätsel. Mit diesen Dingern können wir den Tresor knacken. Willst du mit... Komm schon, LEDs jetzt oder nie. Gold, Silber, Eisen, Helium, Plutonium. Es hat keinen Sinn. Wir haben einfach zu wenig Ahnung von dem Zeug. Was? Unsere Handys. Aber wie? Warum? Ihr habt gewonnen. Herr Bergmann. Mit eurem Wissensdurst, eurer Neugierde, eurem Tatendrang, mit dem ganzen Wissen, das ihr euch angeeignet habt. Aus Filmen, von euren Eltern, vom Zahnarzt, Krankenhaus, von der ganzen Welt da draußen. Chemie ist überall. Ihr, euer Leben selbst, die ganze Welt ist Chemie. Und mit eurem Wissen darüber steht euch die Welt offen. Das gilt nicht nur für die Chemie, sondern für die gesamte Wissenschaft. Und wenn ihr es wollt, dann seid ihr die Wissenschaftler, die Chemiker von morgen. Chemie ist cool. Können wir nächste Woche etwas in die Luft jagen? Mal schauen. Ja! Ja! Das hat doch ganz gut geklappt. War mir ein Vergnügen. Ich hätte da eine Idee, Herr Bergmann. Man könnte das ja ausbauen. Gastredner. Gastredner? Ja, ganz große Chemiker. Wer fiel Ihnen denn da ein? Was ist denn hier passiert? White. Aber Herr Hausmeister, der heißt doch Heisenberg. Hausmeister, irgendwas stimmt mit der Spülung nicht. Das ganze WC steht unter Wasser. Schauen Sie sich das besser mal an. Alles okay mit Ihnen? Sind die Wissenschaftler, die Chemiker der Zukunft. Nice, nice. So,
das war's mit dem neuen Kurzfilm. Ich hoffe sehr, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und vor allem auch etwas gelernt. Vielen Dank auch an die chemische Industrie und die Reihe Deine Chemie, die dieses Projekt überhaupt erst ermöglicht hat. Und wenn ihr jetzt noch etwas mehr zum Thema Chemie lernen wollt, dann schaut unbedingt einmal bei Sophia Thiel vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Euch noch einen wundervollen Tag und nicht vergessen, das Video zu bewerten. Tschüss!